Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und Statement 2. Wir haben noch eine Menge Eskalation offen. Es werden immer nur 5 angezeigt, aber es werden halt einfach nicht weniger. Deswegen nehmen wir heute einfach hier irgendeine. Der Ras-Algorithmus sieht gut aus. Marrakesch, bisschen Abwechslung. Was haben wir denn? Rima sollen wir erledigen. Das ist, glaube ich, die persönliche Dienerin von Vanya und Ramesh Malik, eine von den Wachen dort. Können wir. In der Tat, wir können. Das ist sehr gut. Dann machen wir das Ganze vielleicht relativ simpel. Es ist nicht der schnellste Weg, aber der ein ziemlich sicherer Weg, würde ich sagen. Denn sie wird auf jeden Fall hervorkosten, den Tee. Und die Wache erledigen wir einfach mit dem Elektroschock-Handy. Und dann schauen wir mal, wohin können wir denn schmuggeln? Gibt es hier irgendwas? Topf auf dem Balkon, Parkplatz. Hier, Bahndepot. Oh, da müssen wir mal gucken. Das sieht aus wie oben. Da wird wahrscheinlich alles bewacht sein. Da gucken wir uns gleich mal an, wo das sein soll. Für die nächste Stufe dann könnte das ja vielleicht interessant werden. So. Nummer 1, wir schauen auf die Karte. Ja, das ist ganz oben auf dem Dach. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Können wir gleich mal ausprobieren. So, Rima ist im Audienzbereich und Ramesh steht da zwischen den beiden Waggons. Schauen wir mal. So, hier ist der Audienzbereich. Bist du Ramesh? Ja, ist er. So, ich will natürlich nicht. Oh, okay, aufpassen. Kann natürlich nicht selber servieren den Tee. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Da drüben ist eine Treppe, die hoch führt. Was kann ich denn hier machen? Untertauchen. Muss ich hier entlang? Oh, sehr gut. Hebst du es für mich auf? Danke. So, das war auch der richtige, ne? Ja. Ich darf hier oben sein, dadurch schaut mich nur einer. Ich muss aber noch 2 Ebenen höher. Ich muss ganz aufs Dach hoch irgendwo. Dann da hinten hin. Oh, cool. Hier gibt es eine ganze Menge Zeug. So, dann müssen wir kurz warten, bis sie das Ding getrunken hat. Und wir müssen hier wieder runter, auf jeden Fall. So, wenn sie einen Schluck genommen hat.
Jetzt sollten wir mal das Handy anrufen. Wird jetzt von der Kamera gefilmt? Möglicherweise. Ah, okay, jetzt hat's ihn erwischt. Sind denn hier eigentlich die Kameras? Wo ist der nächste Ausgang? Da hinten irgendwo. Ich könnte einfach hier rausklettern, glaube ich. Also irgendwann ist er dann doch mal ans Handy gegangen, tatsächlich. Das hat funktioniert, es hat nur ewig gedauert. Keine Ahnung, ob er noch beschäftigt war. Oder was da los war. Wie gesagt, der schnellste Weg ist es nicht. Ja, das war klar. Allein schon wegen Rima, aber dass es mit dem Handy jetzt so ewig gedauert hat, dann doch ein bisschen überraschend. Und wir flüchten hier mit dem Boot. Gut zu wissen. So, dann schauen wir mal, was Stufe 2 für uns bereithält. Wir sollen noch jemanden erledigen. Sobald sie jemand bei einer unerlaubten Aktion sieht, geht die Mission sofort als gescheitert. Vielleicht nehme ich mir mal sowas mit. Und dann gucken wir mal, welche Wache wir schwieriger eliminieren können. So, dann schauen wir mal. Aktion 1, gucken, wer wer ist. Er ist oben irgendwo. Er patrouilliert dort. Okay. So, dann können wir trotzdem damit anfangen. Dann fangen wir damit an, den Tee zu vergiften. Sehr schön. So, und dann gehen wir mal hoch, gucken, wen wir da eliminieren sollen.
einen von den dreien hier, den auf der linken Seite. Das ist ausgerechnet der, der uns durchschaut. So, schauen wir mal, ob der irgendwas tut, was uns weiterhilft. Er steht dort, das ist nicht so verkehrt. Könnte man ihn zur Not runterschmeißen. Irgendwo anders eine Pause. Es sieht nicht danach aus. Ich glaube, ich muss das da unten mal ein bisschen im Auge behalten. Zur Not gibt es ja auch ein bisschen Bild im Bild. Ja, wenn er da steht, guckt, glaube ich, keiner hin, ne? Handy anrufen einmal. Ja, sorry. Gesehen. Zum Glück. Oh. Shit, shit, shit. Hier will ich nicht sein. Hier will ich nicht sein. Hier will ich absolut nicht sein. Unauffällig, wie ich mich da so rausschleiche. Okay, also das hat ganz gut funktioniert. Auch mit dem Timing. War alles gut. Giftspritze wäre natürlich noch ein bisschen eleganter irgendwie, aber ein Unfall tut es natürlich auch. So, was kommt jetzt noch? 5 Minuten nur, es hat sich viel länger angefühlt. Und ich muss das Ganze jetzt im Anzug machen. Das ist ja scheiße. Echt? Im Anzug? Das war der ein super Spaß. Was tragen wir denn heute?
Und wir nehmen das Phantom der Freiheit. Ich befürchte, da werden wir einen ganz schönen Haufen Leute ausschalten müssen. Schaffe ich das ohne Dietrich? Ich hoffe. Ansonsten wird das Ganze echt schwierig. So, nochmal Kommando zurück hier. Ich habe natürlich eine Sache nicht bedacht. Und diese Sache ist, dass mir das tödliche Gift jetzt gar nichts mehr bringt. Stattdessen nehme ich eine Giftspritze mit. Das dürfte mir die Sache deutlich einfacher machen. So, und dann probieren wir das mal so. So, da sind wir wieder. Ich würde gern später die grüne Tür benutzen. Ah ja, ist wirklich hier. Sehr gut. Ich weiß nie, wo irgendwas ist auf den Maps, ne? Aber Hauptsache, ich weiß, wo hier das Brecheisen auf dem Bahnhof ist. So, dann fangen wir aber nicht mit der Tür da drüben an. Sondern wir fangen erstmal mit dem vermeintlich schwersten hier an, nämlich der Wache oben. Ja, für die habe ich ja die Giftspritze mitgenommen. So, hier guckt gerade keiner. Ah, die dürften mich nicht bemerken. Sehr gut. So, und dann würde ich sagen, schalten wir ihn hier am besten aus. Schön. Das hat schon mal keiner gesehen. So, jetzt komme ich hier nämlich einfach runter. Ja, ich will da runter. So, und dann brauchen wir nämlich gar nicht das Brecheisen. Wer ist denn da jetzt drin? Der Diener? Ja, sieht aus wie der Diener. Nee, ja, wer ist denn das? Ach, der Typ, den ich kotzen geschickt habe. Müssen wir erstmal warten, bis der weg ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier hinkommt. Von hier aus sehe ich natürlich gar nichts. Ist er noch da drin?
dann wahrscheinlich die Treppe da drüben hochlaufen. Jetzt kommt er raus. Ja, da läuft er. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt hier zur Tat schreiten, denke ich. Sowas von. So, und dann müssen wir dem anderen Typen hier irgendwie das Handy am Kopf werfen, ne? Ist das da unser Ziel? Ja, würde ich auch sagen. Nicht am Kopf, das war ein Spaß. So, wir haben es gerade gesehen, ne? Hier muss man sich echt vorsichtig durchschleichen. So, wenn er jetzt seine Patrouille fortsetzen würde, wäre mir das sehr recht. So, da müssen wir mal gucken. Wenn sie hier für den Tee wiederkommt. Wenn das hier die nächste Toilette ist, oder ich glaube, es ist gar keine Toilette, ne? Es ist nur ein Waschbecken oder so. Ja, genau, stelle ich mal da hin. Okay, das hat funktioniert. Hinten liegt schon einer, das muss aber keiner wissen. Besonders sie nicht. So, was habe ich denn nicht erledigt? Ah, das Handy. Richtig, da war ja noch was. Und so habe ich das Brecheisen gar nicht gebraucht. Wer hätte es gedacht? So, gibt es noch einen näheren Ausgang? Nee, wir nehmen also wieder das Schiff. So, alles komplett unauffällig, unbemerkt. Das dauert halt nur ein bisschen. Aber die Seeker, oder Brechmittelpistole, wie ich sie gerne nenne, die ist natürlich echt Gold wert in solchen Situationen, wenn man einfach irgendwie ein oder zwei Leute wegschicken muss oder auf eine Toilette, die ja meistens eher unbeobachtet sind. Der RAS-Algorithmus. Alle drei Stufen kann man auf jeden Fall lautlos schaffen.
Es gab auch nichts, alles schon freigeschaltet gewesen. Ja, dann war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.